Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen bei Kapitel 10.2, Problemlösen mit der Binomialverteilung. Und heute lassen wir mal den Einstieg weg, kommen direkt zur Regel, beziehungsweise zu was ihr euch merken könnt. Gut, in der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten einer binomial verteilten Zufallsvariable gehen drei Werte ein. Zum einen die Anzahl n, die Trefferwahrscheinlichkeit klein p und die Anzahl der Treffer, das wäre r. Und es ist jetzt so, dass es generell drei Typen von Problemstellungen gibt, die euch auf dem Abitur begegnen können. Und die wollen wir euch heute mal ein bisschen genauer vorstellen. Und zwar beim ersten Typ, da ist die Anzahl gegeben, n, die Trefferwahrscheinlichkeit klein p und die Anzahl der Treffer, r. Und gesucht ist dann diese große Wahrscheinlichkeit, groß p. Und wie man das macht, naja, das wisst ihr schon im letzten Video, das ist Video 10.1, man nimmt einfach die Bernoulli-Formel. Gut, die anderen beiden, die sind wirklich neu. Und zum einen wäre die Trefferwahrscheinlichkeit gegeben, die Anzahl der Treffer gegeben und wir wissen schon die Wahrscheinlichkeit, die rauskommen soll. Und wir müssen sagen, für welche Anzahl, also welche Länge der Bernoulli-Kette geht das Ganze eigentlich? Das besprechen wir heute in Aufgabe 1. Und der dritte Typ ist, dass die Anzahl gegeben ist, die Anzahl der Treffer auch gegeben sind, die Großwahrscheinlichkeit auch gegeben ist, aber gesucht ist die Trefferwahrscheinlichkeit. Klein p. Das besprechen wir heute auch sehr ausführlich in Aufgabe 2. Gut, wird sich das Ganze jetzt nicht auch für einen Vokabeltest eignen? Oh, nein. Nein. Ein ganz klein? Nein. Nein. Definitiv kein? Nein. Gut, kein. So, wir kommen jetzt zu unserer Aufgabe 1, die dem Typ 2 von vorhin entspricht. Wie oft muss man mit einem herkömmlichen Würfel würfeln, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 80% mindestens viermal eine 6 kommt? Herkömmlicher Würfel, der hat die Seiten von 1 bis 6. Uns interessiert nur, wenn man eine 6 würfelt oder keine 6, also einen Treffer oder eine Niete. Das heißt, wir haben einen Bernoulli-Versuch und damit können wir auch eine Zufallsvariable bestimmen, nämlich folgendermaßen. Die Zufallsvariable x zählt die Anzahl der Sechsen. Und da es sich um einen Bernoulli-Versuch handelt, ist x binomial verteilt mit der Trefferwahrscheinlichkeit p 1 Sechstel. Das Einzige, was jetzt nicht bekannt ist, ist, wie oft wir würfeln. Das n, das ist ja gesucht. Bisher hatten wir das immer gegeben. Aber wir haben auch noch die Wahrscheinlichkeit gegeben. Die Wahrscheinlichkeit soll nämlich mindestens 80% betragen. Gut, jetzt müssen wir uns überlegen, die Wahrscheinlichkeit von was? Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mindestens 4-mal eine 6 würfeln. Also 4-mal, 5-mal, 6-mal. Das können wir so ausdrücken, die Wahrscheinlichkeit groß p, dass unsere Zufallsvariable x, also die Anzahl der Sechsen, größer gleich 4 ist, mindestens 4. Diese Wahrscheinlichkeit soll mindestens 80% betragen, also größer gleich 0,8 sein. Gut, damit direkt können wir jetzt noch nicht rechnen, denn ihr erinnert euch an letztes Video, dafür gibt es keine Funktion in unserem GTR. Naja, aber das können wir so umschreiben, dass man es mit dem GTR darstellen kann. Und zwar war das als 1 minus p von x kleiner gleich 3. Das geht im GTR. Die 1 entspricht 100% und davon ziehen wir die Fälle ab, die oben nicht berücksichtigt werden. Gut, aber jetzt könnte ich zwar das hier direkt in den GTR eintippen, aber mein Problem ist jetzt gerade eben, da ist es schon ein Ergebnis. Was will ich denn dann überhaupt berechnen? Da steht doch schon was Fertiges dran. Naja, man will unser unbekanntes n berechnen. Das steckt eigentlich da drin. Denn wir können ja mal ausformulieren, wie diese Gleichung aussieht, wenn wir sie wirklich ganz lang, ganz ausformuliert schreiben würden. Die würde dann so aussehen. So, was haben wir jetzt dazugefügt? Naja, das p von x kleiner gleich 3 zunächst mal ersetzt durch das, was da eigentlich drinsteckt, nämlich die Wahrscheinlichkeit für x gleich 0 plus x Wahrscheinlichkeit für x gleich 1 plus Wahrscheinlichkeit für x gleich 2 und der Wahrscheinlichkeit für x gleich 3. So, das Ganze hier haben wir jetzt auch nochmal fein säuberlich in die einzelnen Bernoulli-Gleichungen geschrieben. Ihr seht schon, das ist ein riesen Ding. N kommt hier in den Binomialkoeffizienten vor, n kommt als Exponent vor. Und das Ganze jetzt nach n aufzulösen, ihr könnt euch schon denken, das kriegt ihr nicht hin. Ja, kriegt nicht mal ich hin. Deswegen machen wir es gar nicht, wir probieren es gar nicht. Wir machen eine andere Strategie. Wir probieren einfach Werte aus. Wir setzen n gleich 1, wir setzen n gleich 2, n gleich 3. Ja, aber selbst wenn ich hier n jedes Mal einsetze, dauert es ewig, bis ich zufällig zu dem n komme. Aber wir haben Rechenpower hier neben dran, wir haben einen Taschenrechner und wir haben da auch das Menü für eine Wertetabelle. Und damit können wir das lösen. Hier nehme ich den Taschenrechner ins Table-Menü und geben da den linken Teil der Gleichung einfach ein. Das hier oben.
Denn unser GTR kann schon diese zusammengefasste Wahrscheinlichkeit, das nennt man übrigens kumulierte Wahrscheinlichkeit, die hat der GTR schon drin, wie wir es im letzten Video wissen. Da müssen wir nicht diesen Einzelkladderadatsch hier erledigen. Also tippen wir ein 1 minus. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig, wo das ist, diese Funktion, die ist unter Option. Da müssen wir jetzt rechts rüber gehen, auf Statistik statt, dann auf Dist, dann auf Bin. Und dann ist sie da für F2, BCD. Gut, als erstes kommt der Wert für R, der wäre in unserem Fall 3. Dann käme N. Ja, N ist der Wert, den wir suchen. N können wir hier nicht eintippen, man nimmt da immer X. Aber wenn wir jetzt X nehmen, wisst ihr, unser N ist damit gemeint. Und dann unsere Trefferwahrscheinlichkeit als Bruch dargestellt, 1/6. Gut. Wenn wir das Ganze uns jetzt anzeigen lassen, erhalten wir eine Wertetabelle mit Werten für n und was dann sozusagen die Wahrscheinlichkeit sein wird. Da müssen wir jetzt noch einstellen, welche Werte von n wir haben möchten. Über F5 Set. Das Ganze startet bei n gleich 1, das macht Sinn. Vielleicht kriegen wir es schon mit einem Wurf, diese Wahrscheinlichkeit. Enden tut es bei 5, das macht weniger Sinn. Da sollten wir was Höheres eingeben. Nehmen wir mal 50. Ich denke, damit kriegen wir es auf jeden Fall hin. Nehmt nicht was zu Hohes, weil dann muss der Taschenrechner sehr lange rechnen, weil er ja alle Werte ausprobieren muss. Gut, dann schauen wir es uns mal an. Ihr seht schon jetzt, er rechnet eine Weile. So, jetzt schauen wir mal für 1, 2 und 3, also für diese drei Werte von n, bekommen wir jetzt Wahrscheinlichkeit 0. Ist es nur gerundet und die ist einfach nur sehr klein, die Wahrscheinlichkeit? Nee, die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich 0. Macht ja auch eigentlich Sinn. Wir suchen ja die Wahrscheinlichkeit, ab wann wir mindestens viermal eine 6 würfeln. Wenn man nur einmal würfelt, kann man dann viermal eine 6 würfeln? Nee. Wenn man zweimal würfelt, nein, auch nicht. Ab 4 geht's los. Mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit, wie wir hier sehen. Dieses E minus 4 heißt übrigens 7,7 mal 10 hoch minus 4, also die ist ganz, ganz klein. Wir gehen mal weiter. No, okay, Gott. Die Wahrscheinlichkeiten nehmen deutlich zu. Wir wollen aber größer gleich 80% haben. Da müssen wir uns noch ein bisschen bewegen. Und wir sehen, wir kommen langsam aber sicher in diesen Bereich. So, jetzt. Wenn wir 31 mal werfen, ist die Wahrscheinlichkeit größer gleich 78%. Das reicht noch nicht. Bei 32 Würfen ist die Wahrscheinlichkeit größer als 80%. Und genau das haben wir gesucht. Das heißt, diese Gleichung ist für n gleich 32 erfüllt. Man kann sagen, man muss mindestens 32 mal werfen, damit die Wahrscheinlichkeit mindestens 80% beträgt, dass man eben mindestens 4 mal eine 6 würfelt. Gut, das schreiben wir jetzt noch kurz sauber auf. So, wir schreiben also auf, das kleinste n, für das diese Aussage erfüllt ist, ist n gleich 32. Weil wir es mit GTR gemacht haben, schreiben wir in Klammern GTR hinten dran. Ganz wichtig, für das, was ihr nachher aufschreibt, reicht das hier und der Antwortsatz völlig aus. Diese Zeile, die wir hier blau dargestellt haben, diese beiden Zeilen, die braucht ihr nicht, die haben wir jetzt nur zur Erklärung. Das heißt, ihr müsst nur das hier darstellen, dann weiß jeder, was gemacht wurde und auch nicht die GTR-Schritte. Das reicht. Der Antwortsatz ist klar, wie vorhin gesagt, man muss mindestens 32 mal würfeln, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 80% man mindestens 4 mal eine 6 würfelt. Es waren jetzt ein paar viele mindestens in dieser Antwort. Oben war ja aber nicht gefragt, wie oft man mindestens würfeln muss, sondern einfach nur, wie oft man würfeln muss. Könnte ich hier auf gut Glück hinschreiben, 1 Million Mal. Naja gut, bei 1 Million Mal, das wäre schon richtig, weil klar, wenn man 1 Million Mal würfelt, dass da 4 mal eine 6 kommt, ist ja fast 100% sicher, nicht nur mindestens 80%. Aber bei solchen Aufgaben, auch wenn sie so formuliert sind, ist immer gesucht der Mindestenswert. Ab welchem Wert, bei uns 32, die Wahrscheinlichkeit ebenso ist wie in der Aufgabe beschrieben. Gut, dann kommen wir jetzt zum Typ 3 mit Aufgabe 2, so ist richtig. Ja. Aufgabe 2, die unserem Typ 3 entspricht. Ein Hersteller von Gummibärchen verkauft diese in Tüten zu 143 Stück. Wie hoch muss der Anteil der roten Gummibärchen in der Produktion sein, damit in einer Tüte mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 80% mindestens 40 davon rote sind? Okay, überlegen wir uns erstmal, um was es da geht. Wir haben eine Firma und dort haben wir eine riesengroße Produktionsmenge Gummibärchen. So. Und pro Packung werden aus dieser riesengroßen Menge Gummibärchen 143 Stück rausgenommen. Entweder nacheinander oder wahrscheinlich eher reingeschaufelt und ab in die Tüte damit. So. Und jetzt soll man das Ganze so, soll man sich überlegen, wie viele rote müssen in dieser gesamten riesengroßen Menge drin sein, damit wir beim Reingreifen mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% 40 rote erwischen.
Jetzt habe ich aber ein Problem damit. Denn sobald ich da einmal reingreife und nur ein einziges Gummibärchen nehme, ändert sich doch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das nächste rot ist oder nicht. Das stimmt schon eigentlich, wenn man es als Urnenexperiment betrachtet, wäre sozusagen jedes Gummibärchen eine Kugel. Bei diesen Aufgaben macht man aber so, man rechnet es trotzdem mit dieser Bernoulli-Formel und nimmt damit eine Binomialverteilung an, weil man sagt, dass die Gesamtmenge, aus der man rausnimmt, diese riesengroße Menge Gummibärchen, einfach so viele sind, dass 143 Stück, die man von ein paar zigtausenden rausnimmt, nichts groß an den einzelnen Wahrscheinlichkeiten ändert. Okay, das heißt, mathematisch ist es da nicht hundertprozentig korrekt, aber in der Wirklichkeit kann man das schon so annehmen. Es ist eine Näherungsrechnung. Und wann machen wir in Mathematik keine Näherungsrechnung? Ist okay, können wir machen. Gut, also, wir nehmen an, das Ganze sei binomial verteilt und damit kommen erstmal wieder unsere wichtigen Angaben. Die sehen folgendermaßen aus. Unsere Zufallsvariable groß x ist diesmal die Anzahl der roten Gummibärchen in der Tüte. Unser groß x ist binomial verteilt mit n gleich 143 und unserer unbekannten Trefferwahrscheinlichkeit, klein p. Die wollen wir jetzt im Endeffekt berechnen. Gut, was wir aber diesmal auch wieder kennen, wir kennen die Wahrscheinlichkeit. Und zwar wissen wir ja, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 80% mindestens 40, also x größer gleich 40, rot sein sollen. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. P für x größer gleich 40, diese Wahrscheinlichkeit, ist größer gleich 0,8. So, und jetzt haben wir ein ähnliches Problem wie gerade eben bei Aufgabe 1, nämlich das geht so nicht in den GTR, müssen wir wieder umschreiben. Wie? Das ist genauso wie vorhin. Wir arbeiten mit der Gegenwahrscheinlichkeit. Wir schreiben auf 1 minus p von x kleiner gleich 39 ist größer gleich 0,8. Und schon können wir es wieder in GTR eintippen. Rechts haben wir auch schon mal vorbereitet. Wir machen dieselbe Strategie wie vorhin, die Strategie durch Ausprobieren. Diesmal wollen wir unser kleinen p bestimmen. So, ganz genauso wie vorhin, binomial CD. Wir haben unser R wieder gegeben, das wäre 39. Dieses Mal gibt es auch wieder ein N, das sind 143. Und dieses Mal steht kein P dran, sondern anstatt des Ps, anstatt einem festen Wert, kommt da jetzt unsere unbekannte X hin. So. Gut, jetzt müssen wir hier unser Setting im Endeffekt einstellen. Gut, Wahrscheinlichkeiten gehen ja von 0% bis 100%, also in Zahlen von 0 bis 1. Genau, 0 oder 1. Schrittweise 1 macht jetzt wenig Sinn, nee. Dann machen wir was Kleineres, können wir ja mal 0,05 machen. Okay, so. Können wir machen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. So, wir schauen jetzt einfach mal, für welches P bekommen wir diesen Fall. Und jetzt sehen wir schon, wir sind ja schon nah dran. Wenn die Wahrscheinlichkeit P 0,3, also 30% wäre, wenn 30% aller Gummibärchen der Firma rot sind, dann hätten wir eine 72%ige Wahrscheinlichkeit, dass 40 oder mehr in der Packung rot sind. Das ist noch zu klein. Für 0,35 wäre die Wahrscheinlichkeit, dass 40 oder mehr rot sind, schon 96,96%. Das wäre jetzt schon deutlich groß. Also irgendwo zwischen den beiden muss unser P liegen. Das reicht mir aber nicht. Das ist mir ein bisschen zu ungenau. Weil wir suchen ja klein p und klein p ist eine Wahrscheinlichkeit. Und immer wenn wir Wahrscheinlichkeiten angeben, haben wir die immer auf 4 Stellen hinter dem Komma genau angegeben. Damit wir die danach in Prozent schreiben, also auf 2 Stellen. Ja, okay, dann hätte ich jetzt einen Vorschlag. Dann gehen wir doch einfach zurück, gehen unser Set und machen doch als Schrittweite eben 0,001. Nee, das geht nicht. Das können die leider auch nicht machen, weil dann rechnet der Taschenrechner sich zu Tode und rechnet dann noch eine Stunde rum. So lange können wir leider auch nicht warten. Da müssen wir irgendwas anderes machen. Gibt eine Möglichkeit. Wir können nämlich das Graph-Menü benutzen. Okay, noch sind wir im Table-Menü. Wir gehen mal ins Graph-Menü. Ah, da steht geschickterweise schon die gleiche Funktion drin. Da können wir so direkt zeichnen. Genau, aber naja, wir müssen noch unser VW-No einstellen. Wie immer, das kennen wir ja schon über Option und F3. Na, über Shift und F3. Ah, stimmt, Sie haben recht. Gut, X-Min, X-Max. Unser X ist unser klein p. Wahrscheinlichkeiten gehen von 0 bis 1. Okay, 0 bis 1. 1, okay. Und unser Y? Das Y ist 1 minus Groß P. Groß P ist auch eine Wahrscheinlichkeit, liegt zwischen 0 und 1. Und wenn ich von 1, 0 bis 1 abziehe, naja, da kommt auch irgendwer zwischen 0 und 1 raus. Also auch Y geht von 0 bis 1. Nicht 0 bis 0, sondern 0 bis 1. Gut, jetzt lassen wir es zeichnen. Okay. Okay.
Und jetzt haben wir hier den Graphen der Funktion und interessiert die Stelle, ab der die Funktionswerte größer gleich 0,8 sind. Das heißt, wir könnten einfach mal die Stelle jetzt ausrechnen, in der es gleich 0,8 sind. Und alle, wo dann unser klein p größer sind, da geht es ja dann auch. Genau, ganz normal über f5. Und wir wollen einen x-Wert bestimmen, für den unser y-Wert 0,8 wäre. Also die Wahrscheinlichkeit, wie hier verlangt, mindestens 80% ist. Und das geben wir ein und erhalten dann als Wert, nachdem man jetzt doch auch eine gewisse Weile rechnen muss, x gleich 0,308, wenn man jetzt rundet, 9. Und hier ist es auch wichtig, da wir ja mindestens suchen, wir suchen ja den Wert, ab dem y größer gleich 0,8 ist, müssen wir hier immer aufrunden. Wenn wir abrunden, passt das schon nicht mehr. Das heißt, wir müssen immer auf vier Stellen hinter dem Komma aufrunden. Also wäre hier unser Ergebnis 0,3089. Ab dieser Wahrscheinlichkeit, also ab 30,89%, ist im Endeffekt unsere Aussage erfüllt. Das schreiben wir auch auf und den dazugehörigen Antwortsatz, den gibt es jetzt. Das kleinste p, für das diese Aussage erfüllt ist, ist p gleich 0,3089. Mit dem GTR berechnet, das reicht das Aussage aus. Das heißt also, es müssen mindestens ca. 30,89% rote Gummibärchen produziert werden. Ja, aber hätte ich nicht einfach von Anfang an auch sagen können, 100% von den Produzierten müssen rot werden, also 100% rote Gummibärchen müssen produziert werden, weil wenn alle rot sind und ich ziehe davon 143, dann sind mindestens 40 rot. Natürlich, da haben wir aber den gleichen Fall wie eben bei Aufgabe 1. Hier ist wirklich gefragt, was ist der mindeste Wert, den ich haben muss? Und ich glaube, die Verbraucher würden sich auch beschweren, wenn nur noch rote Bärchen drin wären. Ich nicht. Gut. Das Ganze mag jetzt vielleicht noch ein bisschen verwirrend sein mit den vielen mindestens, mindestens, mindestens und hier Wahrscheinlichkeit und da Wahrscheinlichkeit und so weiter. Ihr werdet aber sehen, je mehr Aufgaben ihr dazu macht, desto sicherer werdet ihr im Umgang mit diesen beiden Typen werden. Und den anderen Typ, wie gesagt, kennt ihr ja schon von letzter Woche. Gut, das schauen wir uns im Unterricht an. Bis dann. Tschüss. Ciao.